Hi, ich bin Martin, technischer Trainer bei Caldeway und ich zeige euch heute einen Duscheinbau mit dem schnellsten System von Caldeway, mit dem Wannenträger Extraflach. Mit dem extraflachen Wannenträger installiert ihr eine Caldeway-Duschfläche schnell und einfach. Das Trägersystem verleiht der Duschfläche Stabilität und ermöglicht einen nahezu bodengleichen oder bodenebenen Einbau. Wir bauen heute unsere neue Superplan in Verbindung mit der Six und dem Wannenträger Extraflach ein. Die Duschfläche und der Wannenträger Extraflach werden vormontiert in einem Paket geliefert, perfekt aufeinander abgestimmt und einfach im Handling. Hier seht ihr unsere Six bereits im Estrich eingebaut. Wenn ihr mehr Infos zum Einbau der Six haben möchtet, verlinken wir euch hier ein Video. Ist der Estrich getrocknet, können wir jetzt den Bautenschutz von der Six entfernen und mit dem Dichtanstrich den Dichtkragen auf dem Estrich auftragen und einarbeiten. In diesem Zuge dichten wir den ganzen Duschplatz ab, Wand und Boden, und lassen auch hier wiederum die Abdichtung trocknen. Wichtig ist hierbei, dass wir die Abdichtung zweimal auftragen. Wenn nun auch die Abdichtung getrocknet ist, können wir die vorbereitete Duschfläche setzen. Der Wannenträger Extraflach ist vom Werk aus an der Duschfläche fixiert. Zusätzlich kleben wir jetzt noch unser Wannenschalldämmband an die Ränder der Duschfläche, um den bestmöglichen Schallschutz zu gewährleisten. Wir bestreichen den extraflachen Wannenträger mit 2K-Schaum oder Montagekleber. Dann setzen wir die Duschfläche mit dem Ablaufloch über die Six auf. Zum Tragen und Aufsetzen der Duschfläche kann man hervorragend einen Fenstersaugkleber benutzen. Jetzt bringen wir die Duschfläche in Waage, schließen die KA90 Ablaufgarnitur an und beschweren die Duschfläche mit ca. 50 Kilogramm, damit sich diese vernünftig setzt. Achtet bitte darauf, dass immer etwas unter die Gewichte gelegt wird, um die Duschfläche zu schützen. Ich habe in diesem Falle jetzt ein Stück Pappe genommen. Wenn der Fliesenleger dann seine Fliesen an der Wand und auf dem Boden fachgerecht verlegt hat, versiegeln wir noch die offenen Fugen rund um die Duschfläche mit Silikon und sind mit dem Einbau unserer Dusche fertig. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Einbau eurer Caldeway-Duschfläche mit dem Wannenträger Extraflach. Weitere hilfreiche Infos zum Produkt und Einbau findet ihr unter dem Video.